Ich überlege gerade, ob es nicht auch schlau wäre, sich vorher die Wegmarke da zu holen. Das war bestimmt mal eine coole Stadt oder ein cooles Land, bevor es platt gemacht wurde. Manche müssen kämpfen, damit alle frei sind. Das Auge! Es sieht mich! Es sieht alles! Rettet mich! Wir sind bereit anzufangen, Kommandeur. Unsere Späher vermuten das Auge jenseits dieses Hofs. Ich habe für Agenten gesorgt, die uns helfen sollen. Alte Freunde von euch, glaube ich. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ihr habt uns gelehrt, dass wir zusammen gegen die Drachen kämpfen müssen. Jetzt revanchieren wir uns für die Rettung unseres Volkes. Wir müssen uns verteilen und schnell vorgehen. Aber behaltet einander im Auge. Ich will nicht... Wartet! Was macht die Silvari da? Ihr meint, bereit für das Auge zu sein? Ihr wisst nichts. Wir sind dem Untergang geweiht. Aufhören! Bitte, ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Lasst mich in Ruhe. Alles töten. Lust zu töten, steigt. Ziel erfasst. Schuss. Lust zu töten steigt. Das Auge, es sieht mich. Es blickt in meinen Geist, meinen Traum. Es gibt keinen drin. Seid ruhig. Wir sind hier, um zu helfen. Wir lassen das Auge nicht an euch heran. Aber das Auge ist überall. Es geht, wohin es will, wann es will. Es schaut und Saitan sieht. Wir können sie noch retten. Wir bringen sie zum Vor der Dreifaltigkeit zurück, wenn die Mission abgeschlossen ist. Schnell, unsere Verbündeten warten. Ihr meint, bereit für das Auge zu sein? Ihr wisst nichts. Los, wir sind zu töten, steigt! Erhebt euch nie wieder! Ich fühle mich stark. Ihr müsst den Schlüssel also von ihm holen. Gut gemacht. Thank you.
zu töten steigt. Natürlich, das Tor ist magisch versiegelt. Es braucht Zeit. Schützt mich bei meiner Arbeit. Achtet auf die Tentakel am Kamm. Wir werden uns Hartkanzion besiegen. Wie man sie aufbekommt. Wir sind drin. Auf zum Auge. Ich werde nicht verlieren. Erfasset sie! Lust zu töten steigt! Jetzt erfahrt ihr, was Schmerzen sind. Gut gemacht, Kommandeur. Jetzt haben wir etwas, das die Forscher im Fort untersuchen können. Die Überreste des Auges sollten uns etwas über Saitans Diener verraten und wie sie miteinander kommunizieren. Dann war es das Risiko wert. Wenn wir erfahren, wie Saitan seine Diener kontrolliert, dann können wir diese Kontrolle zu unserem Vorteil stören. Bringen wir es zurück zum Fort. Genau wie diese arme Frau. Sie braucht jede Hilfe, die wir ihr bieten können. Oh, den Skin habe ich ja noch gar nicht. Wie interessant.
Irgendwo kämpft jemand gegen ein großes Monster. Und da sollte ich jetzt... Ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee ist gegen... Einen Augenblick bitte. Ich hätte euch gern gesprochen. Ob das so schlau ist, mit einem Zeppelin gegen den fliegenden Drachen anzutreten. Geht es euch gut? Diese Luftschiffe sind die Krone aller Schöpfungen des Pakts. Eine Kombination aus Asura, Char und Menschentechnologie. Der Pakt entwickelte diese Luftschiffe, um Saitan in jedem Element angreifen zu können. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Seid gegrüßt. Kommandeur, darf ich euch Professor Gore vorstellen? Ein Vordenker der Theorie, dass die Altdrachen Magie verschlingen. Und Gelehrte Vivian, Expertin der Auferstandenen. Wir werden eine kleine ätherische Ladung durch das Auge des Saitan schicken, um herauszufinden, was es gesehen hat. Wir wollen miterleben, was es sah, als wir es töteten. Und da orianische Magie unberechenbar ist, seid ihr hier, um die Lage unter Kontrolle zu halten. Ah, aber Unberechenbarkeit sorgt für Unerwartetes. Das muss nichts Schlechtes sein. Eigentlich werden so die meisten Entdeckungen gemacht. Stimmt, aber die meisten Entdeckungen beschwören nicht den Zorn Saitans auf ihre Entdecker herab. Ganz im Gegensatz zu diesem toten Auge. Wir wissen nicht, was die Manipulation des toten Auges bewirkt. Deshalb sind wir auch nicht im Vor der Dreifaltigkeit. Und deshalb ist der Kommandeur da. Fangen wir an. Das Subjekt ist bereit für die Aufnahme der ätherischen Infusion, Marschall. Ätherische Werte normal. Bereit für den Testbeginn. Exzellent. Ätherischer Infusor auf mein Zeichen. 3, 2, 1, aktivieren. Alle Werte sind im akzeptablen Bereich. Subjekt ist stabil. Es funktioniert. Bestätigt. Projektorstrahl ist feuerbereit. Kommandeur, würdet ihr uns die Ehre erweisen? Der Apparat funktioniert. Wie wissen wir, wann die Resultate verwendbar sind? Wir werden jeden Moment etwas sehen. Seht! Da! Das ist unser Ergebnis. Es funktioniert. Wir sehen das Letzte, was das Auge vor seinem Tod gesehen hat. Soldaten, wohin marschieren sie? Und warum? Alles töten! Ist das eine Art untoter Diener? Was trägt er denn da? Sieht wie ein Späher aus. Ein dreckig aussehendes Geschöpf. Gesehen! Saitans Agent hat gerade ein mächtiges magisches Artefakt verschlungen. Das habe ich, Professor. Eure Theorie ist bestätigt. Aber was für eine Kreatur war das? Beenden wir erst die Tests, dann kommt die Deutung. Marschall Traherne, seht dort, noch ein Auge. Was bedeutet das? Ich weiß nicht. Kommandeur, nach vorn. Etwas stimmt nicht. Zu töten steigt!
Bei allen Göttern. Was war das? Das Brüllen. Und das andere Auge. Es sah uns an. In uns hinein. Saitan sieht, was es sieht. Wir sind hier weder fertig noch außer Gefahr. Kommandeur, zu mir. Es freut mich, dass ihr hier seid. Reißen wir den Schleier weg, der Saitans Diener verbirgt. Seid bereit. Niemand weiß, wie viele sich uns stellen. Aber wir riskieren nicht, jemanden mitzunehmen. Stand. Ich spüre keine Auferstandenen mehr. Ich glaube, die Luft ist rein. Unsere Funde bedürfen genauer Analysen. Aber zuvor möchte ich euren ersten Eindruck hören. Ich glaube, wir haben nun den endgültigen Beweis, dass der Drache durch diese Augen sieht. Die Ausschläge, das An- und Abschwellen der Magie, alles passt. Wenn Saitan mit diesen Augen sieht, dann ist er vielleicht mit diesen Wesen, die nur aus Mund bestehen. Ich schließe mich dem an. Saitans Agenten dienen als Erweiterung seines Körpers, die seinen Willen ausführen. Die Augen schauen, die Münder verschlingen. Das beantwortet tatsächlich viele Fragen meiner Theorie. Jetzt wissen wir, wie der Drache jagt und frisst. Das ist ein Fortschritt. Wir dürfen nicht aufgeben. Wenn das Töten der Augen Saitan teilweise blendet, dann entzieht ihm das Töten der Münder die Nahrung. Paktspäher haben einen Mund zu seinem Versteck verfolgt. Ich möchte, dass ihr rausgeht und dafür sorgt, dass Saitan Hunger leidet.